So, willkommen zurück zu GTA Online. Glaube ich. einen Moment. Ah, oh, schlimm, meine Augen. Oh Gott, diese scheiß Allergie. Happy Birthday! Oh, hoffentlich kackt es jetzt nicht gleich wieder ab. Ich wollte nämlich was ausprobieren, was vorbereiten, aber dafür brauche ich einen Blizzard. Wir sind ja hier am Flughafen, ist ja ganz praktisch. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Great. Aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. Läuft, ne? So, das ist alles live. Alibert, GTA 6, schon wieder Liberty City, wäre ein bisschen behindert. Immer wieder Liberty City wird irgendwann langweilig. Alter. Außer die machen einfach noch riesigere Welt. Vice City, Liberty City und San Andreas. Auf einen Haufen wäre doch mal geil. So, erinnert euch an das Spielchen mit dem Insurgent. Das würde ich gerne nochmal spielen. Und zwar, alle schnappen sich einen Buzzard, nur einer nicht, der holt sich einen Insurgent und kommt dann hier oben hin. Hier oben. Zu dem Pain Spray. Ja? Derjenige muss versuchen, dann zu einem vorgegebenen Ort zu fahren und zu überleben. Wir mit den Buzzards versuchen ihn natürlich abzuschießen. Und ich meine wirklich nur Buzzard, nicht diese anderen Hubschrauber, die sind einfach zu OP. Da ist der Insurgent der ruckzuck kaputt, deswegen nehmen wir lieber Buzzards. Die Buzzardos. Das wird eine lollige Sache, Jungs, also wisst ihr Bescheid. Sollte kein Problem sein, glaube ich. Servus, der Tod. Stimmt, da fällt mir ein, ich muss den Follower-Alarm anmachen. Heilige Scheiße! So, jetzt kriege ich wenigstens wieder mit, dass ihr da seid. Ist der nicht jetzt schon im Selbstzerstörungsmodus, der Hubschrauber? Ja, sicher. Der ist ja so lächerlich schlecht gepanzert. Schon am Schwächeln, das Ding muss mir gleich einen neuen besorgen. Alter, du kannst, Lolleik, du kannst hier einfach beitreten. Es sei denn, du bist nicht in einer der Crews. Dann geht das nicht. Dann hast du leider Pech gehabt. Ey, schlimm, ey. Du musst doch irgendwie was alleine hinkriegen, oder? Wo fliege ich denn hin? Oh, dieser Hubschrauber.
Lalala. Die Technik gegen GTA. Ja, jetzt. Ja, das kann doch nicht sein, ey. Jetzt gehen die Spackos nicht dran. Hoffentlich steht da einer. Nee, ist normaler, ey. Wieso gehen diese Pegasus-Spastis nicht ans Telefon, ey? Ach, jetzt schafft er. Muss ich extra darüber fliegen. Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. Airfield. Carlos hat einen ganzen Schwarm Frauen um sich. So. Ich hoffe, die haben alle. Jedenfalls, ja, wer den Insurgent fährt, könnt ihr euch selbst aussuchen. Einer auf jeden Fall nur. Transitionsübung, passt. Treffen das. Zweite. In die Hütte! Chuck! Ah. Schon mal Präzision hier. So, dieses Auto da, ne? Das Wichtigste ist gleich, das zeige ich euch, wenn wir da sind. Ihr müsst ganz genau hingucken, hier alle, die jetzt in der Lobby sind. Wegen dem Abknallen. Wer hat die Sitzung gewechselt? Ich nicht. Ich hab die nicht gewechselt. Du bist rausgeflogen. So, wie gesagt, hier oben am Paint Spray, irgendeiner. Ah ja, wie, wer ist es? Oh, er, der Albion versucht sich. Wer versucht sein Glück? Das wird lol. Weh, hier springt einer die Tankstelle. So, jetzt einmal die Info. Deltoya, ist das richtig gesprochen? HD. Gefällt das Stream? Vielen Dank für dein Follow, mein Freund. Willkommen in der Milch Unity. Gönn dir ein Glas Milch mit oder ohne Schuss. Naja, schön, dass du da bist. So, hier, Ziel, Spielerpriorität, alle, ja, müsst ihr gucken auf Angreifer oder so. Und, ganz wichtig, benutzt die Raketen ungelenkt, die ungelenkten Raketen benutzen, um den zu treffen. Sonst visiert er aus Versehen einen der Hubschrauber an und das ist dann natürlich Mühe. So. Gut, der Herr, der braucht natürlich ein Ziel. Dann achte mal auf mein Radar. Was haben wir letztes Mal gehabt?
Hier musst du hin. Ich mach einmal Zoom. Da musst du ankommen, ohne von uns zerstört zu werden. Wenn du dein Ziel markiert hast, dann schreib mal kurz hier in den Chat oder schick mir eine SMS auf hier bei GTA. So, jetzt sollst du das Ziel aber langsam haben hier. Nee. Adi, wenn du keinen Buzzard hast, dann kannst du von mir aus versuchen, gleich mit dem Annihilator einen Kamikaze-Angriff auf den zu starten. Das ist auch cool. Ich warte nur auf die Bestätigung von ihm, dass er das Ziel hat. Oder ist der raus? Wo ist der denn? Hä? Ah, da. Du sollst natürlich erst losfahren, wenn wir dir Bescheid geben. Ja, ist klar, ich muss erstmal wissen, ob du bereit bist, ob du alles verstehst. Und ready bist, und dann gebe ich dir natürlich ein Zeichen. Oh, er fährt mal. Ich glaube, er fährt in die Richtung. Die anderen haben es immer in die Richtung versucht. Ich weiß ja nicht, ey. Na, na, na. Wen haben wir denn? Die beiden. Der. Drei Hubschrauber. Ja, wenn er jetzt keine Nachricht gibt, dann ist er wahrscheinlich gar nicht hier im Stream. Ich weiß nicht. Doch, okay, er ist fertig. Kann ich schreiben, lol. Alles klar. Dann kannst du sofort starten. Sobald du losfährst, fliegen wir dir hinterher. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wenn ich losfliege, könnt ihr auch losfliegen. Hier, Tim und so weiter und so fort. Meteorbogen. Wenn er losfährt, ist das das Go. Und denkt an Raketen umgelenkt. Und versucht euch nicht gegenseitig kaputt zu fliegen. Und hier, Laser-Adi von mir aus, wenn du nicht bei einem anderen mitfliegst, versuch mit deinem Annihilator anzuhelfen. Okay, los geht's! Das muss so geil aussehen. Bei dem. Ich habe gerade fast einmal getroffen schon. Die Schwierigkeit ist halt aufzupassen, dass man nicht selbst von den anderen Raketen getroffen wird. Ja, ich glaube, ich habe ihn einmal. Einmal habe ich getroffen. Ich muss manchmal erstmal unterscheiden vom Verkehr. Ich habe das eigentlich schon relativ gut drauf, irgendwie die zu treffen, so. Also bis jetzt hat es, glaube ich, noch nie einer geschafft, außer... Oder habe ich das einmal nicht geschafft? Ich weiß ja nicht mehr. Angel wird ja auch irgendwann mal ein Video dazu machen. Der Fehler! Willkommen in der Community! Vielen Dank für dein Follow! Freut mich, dass du da bist. Oh, da haben sich welche